Ich habe das Food Diary. Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Food Diary. Diesmal mit einem etwas ungewohnten Hintergrund. Ich dachte, ich mache das mal so richtig YouTuber-Style mit Lichterkette und so weiter. Sieht man das überhaupt? Weil das passt ja hervorragend zu einem Food Diary nicht. Aber egal, dann seht ihr auch mal was anderes. Bevor es gleich losgeht mit dem Food Diary, vielen lieben Dank noch für euer Feedback zu dem Voice-Over neulich. Euch hat das allen besser gefallen, wenn ich das so spontan mache und beim Film auch direkt erzähle, was ich esse. Und ich muss sagen, das kam mir eigentlich ganz gelegen, weil mir macht das Drehen auch so viel mehr Spaß. Das hat natürlich allerdings zur Folge, dass das Video ein bisschen länger dauert, weil ich natürlich auch immer wieder schön ans Labern komme. Also schnappt euch ein Käffchen, einen Tee, was auch immer und schön was zu futtern dabei. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit meinem neuen Food Diary. Übrigens wieder eine Low-Carb-Version. Guten Morgen, wir haben jetzt 9:30 oder so. Ich bin hier gerade das Video noch am Fertigmachen, wie immer, wie jeden Sonntag. Und ich habe mir hier mein Frühstück gemacht, das ist Vanilleskier mit Himbeeren und Low-Carb-Müsli. Mahlzeit, ihr Lieben, es ist Sonntagmittag, ich glaube gegen 13 Uhr oder so. Und ich habe ja gestern Low-Carb-Brot gebacken, das Rezept gibt es auch auf meinem Blog und verlinke ich euch in der Infobox. Und davon esse ich heute noch ein paar Scheiben zum Mittagessen. Die eine Hälfte habe ich belegt mit Babybel-Käse und auf der anderen sind einfach Tomaten mit ein bisschen Basilikum, Salz, Pfeffer und dann hier noch so ein Spritzer Balsamico-Creme drauf. Realistisches Food Diary. So läuft das in einer Beziehung, wenn der eine Low-Carb macht und der andere sich nicht drum kümmern muss. Demnach gibt es für meinen Freund jetzt hier meinen leckeren Apfelstreusel. Den hatte ich eingefroren, habt ihr, glaube ich, im vorletzten Food Diary gesehen. Richtig schön lecker. Das ist ein Hefeteig mit einer Schicht Äpfeln und lecker, lecker Streusel. Oh Mann, ich kriege Hunger. Und für mich gibt es einen Low-Carb-Proteinriegel in der Sorte Kokosnuss. Naja gut, der schmeckt zwar auch ganz lecker, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann könnt ihr euch alle vorstellen, worauf meine Wahl wohl fallen würde. So, da bin ich wieder. Zum Abendessen habe ich uns heute einen grünen Bohneneintopf gemacht, allerdings ohne Kartoffeln wegen Low Carb, einfach hier nur mit Mettwürstchen. Das ist jetzt hier allerdings die Portion für meinen Freund, weil da seht ihr ja noch Brot dabei, das esse ich ja aktuell nicht. Ja, und das werden wir uns jetzt heute Abend gut schmecken lassen. Guten Morgen und Happy Monday. Naja, Happy Monday. Eigentlich meckert man ja immer rum über den Montag, aber so schlimm ist er eigentlich gar nicht. Eigentlich ist er ja auch ganz schön. So neue Woche, neue Taten, neue Vorhaben. Naja, so viel dazu. Ihr seht heute keinen Joghurt. Warum seht ihr keinen Joghurt? Ja, ich muss erst wieder Joghurt kaufen. Deswegen gibt es heute Morgen für mich ein Rührei. Da drin versteckt sich noch etwas Babybel und ich glaube 3 Scheiben Pfeffersalami waren's. Oh je, oh je, oh je. Ich gewinne heute einen Schönheitspreis mit meinem Essen nicht. Ja, das ist mein Mittagessen heute. Heringsfilet in Sahnesoße, was Nahrhaftes. Aber ich habe vorhin den Kühlschrank aufgemacht und da rief es mich. Sandra, holt mich hier raus. Wir laufen heute ab. Wir müssen gegessen werden. Normalerweise möchten wir Kartoffeln dazu, aber die darfst du ja nicht. Ja, so ist jetzt hier der Sahnehering auf meinem Teller gelandet, denn der muss, wie gesagt, unbedingt aus dem Kühlschrank. Und ich glaube, ich habe das noch nie ohne Kartoffeln gegessen, aber wird schon schmecken. Hello, hello, hello. Wir haben bestes Wetter und den Anblick wollte ich euch doch nochmal geben. Na, wo bin ich? In Köln. Ja, ich habe hier heute am späten Nachmittag noch einen Termin. Und ich habe mir hier mal sicherheitshalber einen Riegel eingepackt, weil ich weiß nicht genau, wann ich zu Hause sein werde und was ich hier noch so essen werde, keine Ahnung. Deswegen, safety first, habe ich mir den Riegel hier mal eingepackt. Ach, ist das herrlich. Ich könnte jetzt glatt eine Runde am Rhein spazieren gehen. So, Mädels, wir haben jetzt 8:30. Das Wichtigste, das Highlight habt ihr heute gesehen, den Kölner Dom. Ja, und ich bin gerade nach Hause gekommen, ich war auf dem Rückweg noch einkaufen und wie ich euch kenne, ihr möchtet bestimmt sehen, was da so drin ist und da so drin ist. Ich packe das mal eben für euch aus. So, jetzt könnt ihr euch erstmal einen Überblick verschaffen. Ihr kennt ja so langsam hier unsere Gepflogenheiten. Ihr wisst ja, dass hier meistens links losgeht mit Gemüse und bis hin rechts zu den Süßigkeiten. Ja, ich bin eigentlich ganz spontan einkaufen gegangen. Ich habe gar nicht mehr damit gerechnet, dass ich das überhaupt noch schaffe. Deswegen hatte ich auch keinen Einkaufszettel mit. Und dann ist mir im Auto aufgefallen, dass ich die Hälfte vergessen habe. Wer kennt's? So, wir fangen einfach mal hier links an, wie immer.
Ich habe einmal Kresse mitgenommen, dann einmal Philadelphia in dieser Protein-so-Leicht-Sorte, einmal mit Kräutern, ich esse das eigentlich auch immer ganz gerne mal so zum Rührei, zum Dippen, dann einmal hier Kirschtomaten, Paprika, denn diese Woche wird es, glaube ich, irgendwann mal einen extra scharfen Thunfischsalat geben und da brauche ich ja Paprika für, den habe ich länger schon nicht mehr gegessen. Das fand ich hier irgendwie total niedlich. Da ist so ein kleiner Blumenkohl und ein kleiner Brokkoli drin. Werde ich auch irgendeine Verwendung für finden. Dann haben wir hier einmal Schalotten. Dann habe ich noch Kartoffeln mitgenommen, denn ich möchte meinem Freund, wenn er gleich nach Hause kommt, den restlichen, sagt mal eben schnell, den Fisch hier, den Sahnehering auftischen mit Kartoffeln allerdings. Rote Zwiebeln. Denn ich wollte gerne in dieser Woche mal Beef Stroganoff machen. Lecker, lecker, lecker. Jetzt ist mir eingefallen, ich habe Petersilie und Pilze vergessen. Naja, muss ich morgen nochmal fahren. Dann habe ich einmal jede Menge Kohlrabi mitgenommen, weil ich möchte auf jeden Fall auch den Kohlrabi-Hackfleisch-Eintopf machen. Für beide Sachen gehe ich das Fleisch dann noch beim Metzger holen. Also einmal ins Beef Stroganoff kommt Rinderfilet rein, so Rinderfiletspitzen und hier halt eben Hackfleisch. Dann gab es Barilla im Angebot. Da habe ich hier einmal mitgenommen Macaroni, Fusilli, Penne Rigate. Und was haben wir hier einmal? Bavette Nummer 13 und Spaghetti Nummer 5. Dann ist noch Butter mitgewandert. Mal wieder ein paar Matchenden. Kann man ja immer mal gebrauchen oder zwischendurch snacken. Einmal hier den Schinken mit Belem-Pfeffer, den mag ich sehr gerne. Dann nochmal für auf Vorrat Pfeffersalami und Gouda, der war auch leer. Und dann noch saure Sahne, körnigen Frischkäse, den esse ich ja auch immer gerne. Griechischen Sahnejoghurt, Skier-Joghurt in der Sorte Vanille. Jetzt fahre ich hier wieder komisch rum, mal gucken, dass ich nichts vergesse. Mini-Mozzarella. Schafskäse und hoffentlich wird euch nicht schwindelig. Hier einmal, wie gesagt, den Thunfisch, dann die Gurken hier, Cornichons, die brauche ich fürs Beef Stroganoff. Einen Brot, guckst du hier Brot, einmal Brot für die Brote für meinen Liebsten für morgens. Und dann kommen wir hier in die Schnabbelecke. Ihr wisst ja auch so langsam, was mein Freund gerne isst, deswegen ist es eigentlich auch fast immer das Gleiche. Hier sind einmal Smarties. Dann haben wir hier einmal Snickers, also beziehungsweise sogar zweimal, Traubennussschokolade, Prinzenrolle, was ist hier? Genau, hier Marzipaneier mit Kakao, heißgeliebte Erdnusskerne für ihn. Und hier nochmal kurz Verpackungsopfer gewesen, einmal diesen M&M-Joghurt, Milka Schoko Crispies Joghurt und Twix Mix Joghurt. So, Leute, jetzt werde ich das alles verräumen, dann Kartoffeln kochen und... Ach so, ich hatte ja heute Abend nur diesen Proteinriegel gegessen, das habt ihr ja gesehen und ich muss mal gucken. Ich glaube, ich esse jetzt auch nichts mehr. Falls doch, werdet ihr es ja mitbekommen. 2 Minuten später, was interessiert mich mein Geschwätz von eben? Naja, ich hatte auf jeden Fall doch irgendwie noch ein bisschen Hunger oder beziehungsweise ich würde mal sagen, die Packung hat den Weg zum Kühlschrank nicht überlebt und ich habe mir jetzt hier noch ein Würstchen für heute Abend rausgeschnappt. Das reicht dann aber auch und... Dann esse ich erst wieder morgen was. Guten Morgen, guten Morgen. Da ist er endlich wieder, mein griechischer Joghurt mit Himbeeren und Low Carb Müsli. Und hey, es wird Frühling. Nein, ich esse noch nicht draußen, aber ich wollte euch doch unbedingt mal das Vögelgezwitscher hören lassen. Hört ihr das? Ja, wenn ich meine Klappe halte, vielleicht. Hallöchen, zum Mittagessen gibt es jetzt hier etwas verloren auf diesem Teller. Einen Stremelachs. Und apropos Stremelachs, da kann ich euch gerade mal was zeigen. Ihr habt doch im letzten Food Diary kurz diesen Salat gesehen und den habe ich euch jetzt auf dem Blog online bestellt. Da ist nämlich auch Stremelachs mit drin und unter anderem noch Avocado und Schafskäse. Und ich zeige euch da, weil auch so viele immer von euch fragen, wie ich mein saure Sahne-Senf-Dressing mache, was ja auch Low Carb ist. Hier seht ihr den Salat nochmal. Und ich packe euch das Rezept auch nochmal in die Infobox. Dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Ist auf jeden Fall eine richtig gesunde Sache und super lecker. Yummy! Heute gibt's mein Kohlrabi-Hackfleisch-Eintopf. Da freue ich mich schon drauf. Hier ist Kohlrabi, da Zwiebeln und hier brät gerade was Gehacktes an. Thank you.
So, und das wird jetzt hier noch ein bisschen angebrutzelt und ich habe es richtig lecker gewürzt und dann wird es gleich abgelöscht und dann muss es eigentlich auch nur noch ungefähr eine Dreiviertelstunde köcheln. Ihr wolltet wieder Kochgeräusche, habt ihr mir das letzte Food Diary geschrieben. Hier habt ihr sie. So, und da wandert er wieder ins Fotostudio. Das Rezept gibt es zwar schon auf meinem Blog, aber nicht mit anständigen Fotos, deswegen mache ich die jetzt einfach nochmal neu. Pictures sind im Kasten. Ich verlinke euch das Rezept natürlich auch in der Infobox. Und guckt mal, wie lecker das aussieht. Das schmeckt wirklich echt köstlich. Das kann ich euch absolut empfehlen. Probiert es gerne mal aus, falls ihr es noch nicht kennt. Und das werde ich mir jetzt schmecken lassen, beziehungsweise werden wir uns dann heute Abend schmecken lassen. So, hier, für mehr Realität und so weiter. Also das war ja eben logischerweise nur der Fototeller. Ich habe mir das jetzt hier schön in so eine Schüssel getan, damit ist es doch viel einfacher zu essen. Und wo verschwinde ich jetzt damit hin? Aufs Sofa, schön unter die Decke. Einen wunderschönen guten Morgen. Es gibt wieder griechischen Joghurt, diesmal mit Sonnenblumenkern und, oh Wunders, ohne Himbeeren. Dafür habe ich hier den Cherry Kiss von Just Spices drin. Das ist das, was ihr hier vorne seht. Und was steckt da drin? Da ist drin Kakao, Sauerkirsche und Orangenschale. Das kann man sich also prima irgendwie ins Müsli oder in Joghurt mischen. Ich zeige euch auch nachher im Video nochmal meine letzte Bestellung von Just Spices, was da alles so Feines bei war. Ich mache jetzt Mittagspause und wie ihr seht, ich habe mir noch den Rest von dem Kohlrabi-Hackfleischtopf warm gemacht, einfach noch ein bisschen Flüssigkeit dazugegeben. Dann habe ich auch wieder ein bisschen mehr und das werde ich mir jetzt heute Mittag schmecken lassen. Zum Nachmittag hin habe ich mir jetzt hier nochmal so einen Riegel geschnappt. Ich nehme die übrigens immer aus dem Kühlschrank, finde ich irgendwie am leckersten und ja außerdem suchte ich die irgendwie total. Hier seht ihr auch mal, wie der von innen aussieht. Ich habe den nämlich schon mal eben abgebrochen, nicht abgebissen, genau. Und dazu habe ich mir noch einen leckeren Kaffee gemacht, weil Kaffee geht ja immer. Na, was glaubt ihr, was es heute zum Abendessen gibt? Ja, das wird was, was viele von euch schon kennen und auch schon nachgemacht haben. Da habt ihr mich schon so oft auf Instagram auf euren Bildern markiert. Und zwar gibt es heute Abend meinen extra scharfen Thunfischsalat. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich da so immer für nehme. Ich mache den jetzt für zwei Personen und dann nehme ich hier so eine Dose Thunfischfilets, ein paar Kirschtomaten, Paprika, grün, gelb, rot, ist aber eigentlich Wurscht, eine Zwiebel, dann einmal Schafskäse und dann nehmt wirklich am besten, also empfehle ich euch den richtigen, der aus Schafs- und Ziegenmilch besteht und nicht diesen Kuhmilch-Weißkäse, der schmeckt ja nach nichts. Und von den Gewürzen kommt dann noch Oregano rein. Ganz normal Salz und Pfeffer. Wer es noch ein bisschen schärfer haben möchte, kann noch mit Chili nachwürzen. Und fürs Dressing nehme ich dann meistens so eine Mischung aus Chiliöl und normalem Olivenöl, je nachdem wie scharf ihr das halt haben möchtet. Und zum Abschluss gebe ich immer noch ein bisschen Balsamico-Creme drüber. Schnibbel, schnibbel, alles ist klein und ich habe das jetzt hier in die Schüssel gegeben. Gewürz ist das auch schon. Jetzt kommen gleich nur noch Essig und Öl drauf, dann wird das vermengt. Und den kleingeschnibbelten Schafskäse mache ich eigentlich immer zum Schluss, menge ich den mit runter, damit er nicht so kaputt geht und auseinanderbröselt. Aber das seht ihr dann ja gleich nochmal. Und fertig! Lecker, lecker, lecker! Das ist wirklich echt eine große Portion. Ich weiß, das sieht man jetzt hier, glaube ich, gar nicht so in der Kamera. Aber das reicht wirklich dicke für zwei Leute. Und wer mag, gibt dann halt auf den Teller noch ein bisschen Balsamico-Creme drüber. Ein bisschen was ist schon im Salat drin. Ich nehme dann nicht mehr so viel drauf. Ja, mein Freund, der macht sich da immer tonnenweise von drauf. Also der halbe Salat besteht bei ihm aus Balsamico-Creme. Aber naja, ist ja auch lecker. Habt ihr eigentlich auch immer so Späßchen daran, euer Frühstück morgens anzurichten? Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Guten Morgen erstmal. Das ist mal wieder mein heißgeliebter griechischer Joghurt. Mit Himbeeren, Sonnenblumenkern und Mandeln. Den lasse ich mir jetzt schmecken. Boah, jetzt halt aber verdammt nochmal die Kresse. Okay, und warum? Weil die jetzt aufs Rührei muss. Bäm, was ein Brüller. Ich stehe nämlich total auf den Geschmack von Kresse. Deswegen habe ich die einmal mir hier in die Creme Fraiche getan. Also das ist so ein Klecks Creme Fraiche, was ihr da seht. Und auch nochmal übers Rührei. Und würzen tue ich mein Rührei wirklich fast immer mit dem Rührei-Gewürz von Just Spices. Da bin ich ein totaler Fan von. Ich drehe es euch mal eben rum, dann könnt ihr mal schauen, was da drin ist. Meersalz, Teli-Cherry-Pfeffer, hallo, Kamerafokus, Paprikaflocken, Petersilie und Schnittlauch. Und wo wir gerade dabei sind, ich wollte euch ja noch meine Just Spices-Bestellung zeigen. Das mache ich dann jetzt gleich mal schnell. Guten Appetit! So, meine Lieben, und da sind sie.
Und übrigens nur kurzer Hinweis der Transparenz halber, ich werde nicht von Just Spices bezahlt oder so für das Video. Ihr wisst ja, wenn das Video bezahlte Produktplatzierung enthält, dann ist das immer sofort am Anfang vom Video gekennzeichnet und nochmal direkt an der Stelle, wo es passiert sozusagen. Aber ich bekomme immer jeden Monat meine Gewürze von Just Spices kostenlos zur Verfügung gestellt und da greife ich natürlich immer super gerne zu und zeige euch auch immer meine neueste Bestellung. So wie auch jetzt. Ich habe mal ein paar neue Sachen ausprobiert. Und zwar habe ich mir einmal diesmal bestellt das Gulaschgewürz, schwarzer Pfeffer, also das sind ganze Pfefferkörner, die kann man ja immer gebrauchen. Dann haben sie mir noch mit draufgepackt ein Avocado-Topping, das ist ganz niegelnagelneu, das hatte ich auch gar nicht bestellt. Also vielen Dank nochmal, dass ihr das draufgepackt habt. Einmal das Wok-Gewürz, das Gyros-Gewürz, dann für meinen Vorrat die Gemüsebrühe, weil wenn ich die nicht frisch mache, benutze ich immer die hier, weil die ist komplett ohne Hefeextrakt, irgendwelche Konservierungs- oder Zusatzstoffe. Von daher, das ist wirklich immer so ein Must-Have bei mir. Und Sumach. Und ich zeige euch jetzt mal so ein bisschen, was in dem einen oder anderen drin steckt. Ich zeige euch jetzt einmal hier das Gyros-Gewürz. Man bekommt ja häufig beim Metzger schon fertig gewürztes Fleisch mit so einer Gyros-Gewürzmischung. Aber ich dachte, das kann man ja bestimmt auch mal schön damit selber machen. Hier könnt ihr mal schauen, was alles drin steckt. Und ihr seht auch hier keine künstlichen Stoffe oder so. Das ist generell bei den Gewürzen so. Deswegen finde ich die auch so super toll. Und demnächst ausprobiert wird das Wok-Gewürz. Hihi, das Bild ist auch irgendwie voll witzig. Und ich drehe es euch nochmal eben rum, dann könnt ihr auch hier mal schauen, was da alles drin steckt. Chili, Karotten, Zwiebeln, Fenchel, Ingwer, naja, ihr könnt es ja selber lesen, da bin ich auf jeden Fall auch mal sehr gespannt. Und da hinten, das zeige ich euch noch nicht, was da drin ist, das ist nämlich alles für euch. Wann es das geben wird, ja liebe Leute, wenn ich hier auf YouTube meine 10.000 Abonnenten erreiche, also immer schön Gas geben, wir sind ja kurz vor den 9.000. Und wenn ich die 10.000 Abonnenten erreicht habe, dann gibt es ein dickes, fettes Dankeschön für euch mit zwei richtig coolen Überraschungspaketen, wo unter anderem auch tolle Gewürze von Just Spices drin sein werden. Also vielen Dank nochmal für den neuen Vorrat. Und wenn ihr Lust habt, schaut gerne bei Just Spices mal vorbei. Ich verlinke euch die nochmal in der Infobox. Heute Abend mache ich mir übrigens ganz, ganz stinklangweilig einfach diesen kleinen Brokkoli und Blumenkohl, den ihr in dem kleinen Foodhaul vorhin gesehen habt. Alles klein heute. Und dazu ein halbes Paket körnigen Frischkäse mit der restlichen Kresse. Hier seht ihr jetzt das Resultat. Nicht schön, aber selten. Naja, es ist mir ziemlich verkocht, weil ich habe eben noch ein Facebook-Posting gemacht und habe dann total das Gemüse auf dem Herd vergessen. Naja, schmecken wird es trotzdem. Ich habe euch nämlich hier gerade auf meiner Facebook-Seite 6 super leckere und sättigende Low-Carb-Salatrezepte eingestellt. Ihr findet mich auf Facebook auch ganz normal unter Sandras Kochblog. So, meine Lieben, habt ihr bis hierhin durchgehalten? Dann schreibt mir das doch super gerne mal in die Kommentare. Ja, ich hatte es euch ja schon angedroht, dass es ein bisschen länger dauern kann diesmal. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ich sage ganz lieben Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und ihr wisst ja, vergesst den Daumen nach oben bitte nicht. Und natürlich würde ich mich super doll freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall sehr, sehr gerne nächste Woche Sonntag wieder. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund und munter. Ich weiß, ich sage das jedes Mal, aber es kommt jedes Mal von Herzen. Also habt noch eine super schöne Woche, einen schönen Sonntag und bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.